Was geht ab, Freunde? Stefan von Feel FIFA hier und herzlich willkommen zur dritten Episode unserer Pack Road to Glory. Im Shop wird was angezeigt, denn wir haben ein Pack zur Verfügung und zwar das vom Season Ticket. Ich weiß nicht genau, was wir damit machen sollen. Sagt's mir. Entweder machen wir das, wir öffnen das und verwenden die Spieler, was ich nicht so toll finde, weil da haben wir dann Goldspieler drin. Also das sehe ich eher nicht als Option. Ansonsten würde ich vielleicht sagen, wir könnten es so machen, dass wir die Spieler verkaufen und alles, was im Wert von über 3000 Coins ist, damit wir nicht zu viele Packs öffnen können, also wenn wir die Spieler verkauft haben, dass wir das dann ja, für Packs investieren, wenn wir so 2000, 3000 Coins daraus gewinnen. Das, denke ich, wäre eine Option. Sagt's, wie ihr das haben wollt. Vielleicht habt ihr noch andere Optionen. Ich werde mich dann nach euch richten. Wir steigen jetzt auch direkt ins Spiel ein. Erste Chance hier von Torres. Der dribbelt sich gut durch mit dem Chop und kommt dann, scheitert dann aber am Torwart. Weiter geht's. Torres wird geschickt. Ist dann vor dem Tor. Schießt drauf und da steht's dann 1:0. Schönes Tor in der 13. Minute. Guter Start von Torres. Sehen wir nochmal in der Wiederholung, wie er am Gegenspieler vorbeizieht und zimmert den Ball dann in den Winkel. Keine Chance für den Torwart. Der Gegner ist dann auch vorm Tor, hat die erste Chance, lupft. Doch wir täuschen an mit dem Torwart, dass wir rauskommen und holen uns dann den Ball. Weiter geht's dann. Wir sind in der 45. Minute. Eccleston zieht am Gegner vorbei, zimmert dann drauf und dann steht's 2:0. Kurz vor der Halbzeit erhöhen wir auf 2:0. Was für ein schönes Tor von Eccleston. Der lässt dem Gegenspieler hier keine Chance, zieht an ihm sagenhaft vorbei und zieht dann aufs Tor. Schönes Tor und dann sind wir auch schon in der zweiten Halbzeit. Wir holen uns den Ball hier vom Gegner, der war sehr schlecht, sehr selten vom Tor. Wir holen uns dann den Ball, spielen hier schöne Kombination, sehen dann, dass Eccleston sich freiläuft, versuchen dann den Kopfball zu machen. Der landet dann im Tor, steht 3:0. Eccleston macht hier den Balotelli-Jubel. Schönes Tor, leider können wir uns die Wiederholung nicht angucken, weil da irgendein Fehler war. Ich habe dann eventuell auch weiter gedrückt. Dann ist der Gegner vom Tor, sweatet, doch der Torwart kann wunderschön parieren. Klasse Tat vom Torwart, so muss das aussehen. Für einen Bronzetorwart schon ziemlich stark. Wir sind dann in der 65. Minute, Harrio zieht am Gegner vorbei, mit dem Übersteiger vorbei und zimmert drauf, da steht es 4:0. Harrio, was für ein schönes Dribbling. Ay, so che pego, Leute. Schönes Ding, zieht hier vorbei und lässt dem Torwart keine Chance. 4:0. Wir haben dann noch eine Chance, die zieht dann hier aber mal direkt drauf. Wir wollten noch ein schönes Tor probieren, denn 4:0, da ist alles gesagt, na, wie auch immer, wie man bei Deutschland gesehen hat. Also wir machen es besser als Deutschland, wir gewinnen das Ganze dann auch 4:0. 828 Münzen kassieren wir dafür und ich würde sagen, holen wir uns mal direkt ein Pack für 750 Münzen. Was haben wir so drin? Ich hoffe, ein Spieler, der uns McCurtain, ein Spieler, der uns was bringt und der wird uns auf jeden Fall was bringen. Der hat 85 Tempo, leider nur 2 Sterne Skills, aber 85 Tempo ist schon für einen Bronzespieler sehr gut. Tully kommt noch dazu, Rechtsverteidiger, die Tempokarten und Fitnesskarten und Vertragskarten, was auch immer, kommen natürlich auch dazu und den Rest werden wir ablegen. Wollen dann jetzt nun auch das nächste Spiel starten. Bevor wir das machen, müssen wir aber erstmal die ganzen Verträge auffüllen. Man sieht hier, die sind wirklich von sehr vielen abgelaufen. Nebenbei werden wir noch unsere 2 neuen Spieler dazu tun. Und die ganzen Verträge hier, ich habe das ein bisschen schneller gemacht, damit das hier nicht allzu lang dauert. Denn es sind wirklich, das sind alle ausgelaufen. Und unser neuer Spieler, der Stürmer, denke ich mal, wird auf jeden Fall was reißen mit seinem 85 Tempo. Und wir werden jetzt hier noch ein Pack ziehen. Colombo haben wir, wenn wir haben genügend Coins gesammelt. Also die Spieler, denke ich mal, werden uns nicht so wirklich weiterhelfen können. Colombo und Diamond oder Diamond oder wie auch immer. Ja, von der Chemie her wird das gar nichts. Deswegen legen wir die lieber ab und auf den Tauschstapel und versuchen dafür nur was zu bekommen. Unser nächster Gegner hat ein 4-5-1, eine 4-5-1-Formation. Englisches Team, sehr gut, gute Chemie. Das wird eine harte Nuss, die wir da zu knacken haben. Aber wir starten direkt. McCurtain zieht vorbei, zimmert dann drauf. Doch der Torwart kann parieren. Gute Chance, guter Start für uns. Und weiter geht's. McCurtain zeigt hier, was er drauf hat. Geht am Gegner vorbei, schießt dann gegen den Pfosten. Was für ein schöner Schuss. 13. Minute, wir bombardieren das Tor vom Gegner. Hier zieht hier vorbei, sieht Armand und der geht am Torwart vorbei, doch der holt sich den Ball dann schön wieder. Wir sind dann in der 18. Minute, Derouard spielt hier durch, der zimmert drauf, was für ein Schuss gegen die Latte, gegen das Lattenkreuz, klasse Ding. Weiter geht's, das Tor vom Gegner unter Beschuss, McCurtain macht dann das 1:0. Das muss jetzt auch langsam mal fallen. 20. Minute, McCurtain mit seinem super Einstand für unser Team. Wir sehen hier, dass er sehr in der Mitte freiläuft und dann knallt er drauf, lässt dem Torwart keine Chance. Das sieht da auch nicht sehr gut aus. Weiter geht's, 24. Minute. Die steht da frei vorm Tor, lupft da ein bisschen über den Torwart drüber. 25. Minute, 2:0. Das wird doch nicht schon wieder ein Kantersieg. Wir sehen uns das in der Wiederholung an, stecken hier schön durch und der macht dann das 2:0.
Wir starten direkt weiter mit dem Anstoß für den Gegner. Der läuft auf uns zu, vertüdelt den Ball. Wir holen uns wieder und dann geht es weiter. Übersteiger, Armand läuft sich frei. Der ist jetzt frei vom Tor, muss nur noch einschieben. Macht das dann auch. Das ist das 3:0 in der 26. Minute. Armand macht das hier kaltschnäuzig vorm Tor. Wird schön in Szene gesetzt. Und ja, das macht er einfach wunderschön. Weiter geht's. Der Gegner hat dann auch mal eine Chance, ist hier frei vorm Tor, zieht drauf, doch unser Torwart kann schön parieren. Der ist wirklich weitgehend beschäftigungslos, bis der Gegner dann wieder vorm Tor auftaucht und macht dann den Anschluss 3:1. Und wir sind dann aber auch wieder vorm Tor. McCurtain zieht hier drauf und jetzt macht er hier fast noch das 4:1, doch der Ball geht knapp am Tor vorbei. Da hätte er eigentlich wirklich das 4:1 machen müssen. Doch wir sind nochmal vorm Tor, der Torwart kann schön parieren, 78. Minute, 79. Minute, der Gegner ist nochmal vorm Tor, spielt hier schön hin und her. Schießt drauf, doch der Ball geht daneben. Wir sind dann schon in der 89. Minute. Wir spielen uns hier frei. McCurtain auf Torres. Der verliert den Ball, doch McCurtain holt den Ball sich zurück. Schießt drauf. Aus 20 Metern macht er das 4:1 in der 90. Minute. Was für ein Neuzugang. Der Junge hat es echt drauf. Lässt dem Torwart einfach keine Chance. Überragendes Tor von ihm. Dann ist das Spiel dann auch schon vorbei. Der Torwart knallt den Ball nach vorne und der Schiedsrichter pfeift ab zum Endstand. 4:1. Wir kassieren für diesen Sieg 861 Münzen und natürlich holen wir uns jetzt das nächste Pack. Wir haben drin Strand. Wer ist das denn? Da bin ich mal gespannt. Also jetzt haben wir hier zwei seltene Spieler, die sehen aber sehr schlecht aus. 3-Sterne-Skills sogar nur. Die kommen, denke ich mal, nicht in unser Team. Vertragskarten sowieso, Moralkarten auch, können wir alles gebrauchen. Und den Rest legen wir ab, denn die sind alle nichts wert. Ja, wir haben zwei Karten verkauft. Zum einen das Trikot und zum anderen unseren Diamond-Spieler. Colombo wurde leider nicht verkauft. Jetzt müssen wir hier die Fitness von unseren Spielern auffüllen, von unseren Franzosen, denn die ist stark angeschlagen. Wir können die einfach nicht rausnehmen, sonst würde unsere Chemie darunter zu stark leiden. Barry Murphy kommt jetzt noch ins Spiel. Wir suchen unseren nächsten Gegner, der heißt W-Town. Klamroth 92, sein Team sieht ganz gut aus, 4-2-3-1, 100er Chemie, also seltene Spieler dabei, das sieht schon sehr gut aus und ich denke mal, das wird ein hartes, anstrengendes, aber auch interessantes Spiel. Wir starten direkt, ziehen hier gut am Gegner vorbei, spielen den Ball dann zu Torres und der vernaschte Gegenspieler hier zieht dann in den 16er rein, will dann hier noch am Torwart vorbei, kommt auch vorbei, doch der Verteidiger ist da und nimmt ihm den Ball ab. Wir sind an der 12. Minute, erste Schusschance von McCurtain, doch der knallt den Ball einfach viel zu weit drüber. Barry Murphy ist dann durch, will die Flanke bringen, doch der Ball wird abgeprallt. Wir kommen dann glücklich zum Ball und dann steht es 1:0. Armand macht das in der 19. Minute sehr glücklich. Sehen wir nochmal in der Wiederholung, wie wir hier den Abpraller bekommen. Also das war schon wirklich sehr, sehr glücklich. 29. Minute, wir sind am Drücker, versuchen ja auf 2:0 zu erhöhen, spielen uns hier schön in den 16er des Gegners rein, bringen die Flanke, oben steht Torres, der mit der Direktabnahme, da hätte er einfach viel mehr draus machen müssen, er hätte da zum 2:0 erhöhen müssen. Weiter geht's, der Gegner mit der Chance macht dann den Anschluss, 1:1, das ist auch gleichzeitig der Halbzeittreffer, das war so ziemlich seine einzige Chance, da hat man gesehen, was eine 100er Chemie ausmacht, wie er den Ball da einfach in das Netz reingeballert hat. Weiter geht's. Schöne Szene von McCurtain. Der kommt dann durch, spielt zu Barry Murphy im 16er, zimmert drauf, doch der Gegenspieler kann gerade noch parieren. Wir sind dann hier auch in der nächsten Szene. Eccleston wird jetzt eingewechselt. Wir haben den Freistoß, weil es abseits war. Verlieren dann hier sehr, sehr unglücklich den Ball, denn der Gegenspieler hat gut aufgepasst. Der steckt dann durch zu seinem Stürmer und der zieht jetzt hier vorbei, spielt zu Ziegel und der haut den Ball ins Netz rein. Sehr ärgerlich, das ist das 2:1. Wir sind dann aber auch direkt in der Szene drin. Es geht weiter mit uns. Wir versuchen hier in der 80. Minute noch das 2:2 zu machen, denn wir waren klar besser und wir sind jetzt hier durch. Armand zieht am Gegner vorbei, spielt zu Barry Murphy und der wird umgehauen. Es ist Freistoß. Deroa steht bereit. 17 Meter sind es nur bis zum Tor. Er läuft jetzt an. Was macht er? Macht er das Tor? Er schießt drauf. Was für ein schönes Freistoßtor von Deroa in der 83. Minute. Sehr schön. Bejubelt das Ganze hier mit seinen Teamkollegen. Das war wirklich ein Sahnefreistoß. 1A-Ausführung von ihm. In der Wiederholung sehen wir das nochmal, wie er perfekt das Tor macht. Der Torwart hat keine Chance. Der knallt ihn hier fast in den Winkel. Perfekt. Überragendes Tor. Weiter geht's. Der Gegner ist direkt hier im Anschluss dran und zimmert den Ball. Schießt drauf. In den Winkel. Habt ihr diesen Strahl gesehen? Das ist auch gleichzeitig unsere Niederlage. 3:2. Sehr ärgerlich. Die Schüsse vom Gegner waren sehr hart, sehr präzise. Er hat die Dinger gemacht, die er machen musste.
Ja, und wir ziehen jetzt hier das nächste Pack, sehen hier unsere Spieler, die sehen wieder sehr schlecht aus. Der kommt jetzt auf den Tauschstapel, den Rest fügen wir den Vereinen zu. 100 Münzen gibt es dazu, das Wappen sieht ganz gut aus, kommt dazu. Wie gesagt, 100 Münzen können wir gut gebrauchen und wir haben genügend Münzen, um uns noch ein Pack zu holen. Das machen wir jetzt auch. Drin haben wir Scheffler. Wollen wir mal sehen, was wir hier sonst noch so drin haben. Mal wieder keinen seltenen Spieler, sehr ärgerlich. Also die Spieler können wir alle nicht gebrauchen, Vertragskarten, Fitnesskarten, Moralkarten, können wir alles gebrauchen. Und den Rest legen wir ab. Das war's dann auch von der dritten Episode unserer Pack Road to Glory. Ich hoffe, euch hat's gefallen und würde mich freuen, wenn ihr auch bei der vierten Episode dabei seid. Ich bin raus, bis dann, ciao!